Ich begrüße wieder Frau Elisabeth Buchner zu unserem Hormonthema. Heute geht es zum Thema Neben, Nieren und Schilddrüse. Also beim letzten Block hatten wir die Geschlechtshormone, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, weil wir haben ja viele, ich weiß gar nicht, habt ihr noch nie gezählt, wie viele Hormone der Mensch überhaupt hat, aber es sind viele. Es werden immer neue entdeckt. Schilddrüse, eine ganz wichtige Drüse, die sitzt ja hier am Hals und die bereitet vielen Menschen Mühe. Auch den Ärzten, weil ich sehe das selber auch, dass da oft Diagnosen verpasst werden. Kannst du uns kurz erklären, was die Funktion der Schilddrüse ist? Ja, die Schilddrüse ist so wichtig, dass sie schon nach dem Entstehen eines kleinen Menschen im Mutterleib etwa so am 23. Tag ist die erste Anlage für die Schilddrüse. Das macht deutlich, wie wichtig für ein Leben die Schilddrüsenhormone sind. Natürlich wird auch die Mutter das noch mitliefern, aber die Schilddrüse hat ja auch eine tolle, interessante Lokalität. Also hier an der Schilddrüse geht alles vorbei, was vom Kopf zum Rumpf geht und umgekehrt. Das ist ein Hormon, das letztendlich unserem Körper Energie liefert und mit dieser Energie eben auch dafür sorgt, dass Temperatur im Körper immer wieder auch sich anpasst, dass wir auch in vielen unseren Funktionen der anderen Organe hier eine Zusammenarbeit haben. Wieder das Hormon mobile. Die Schilddrüse hat ein Wort mitzusprechen für die Herztätigkeit, für die Lunge. Also Kurzatmigkeit oder sehr tiefe Atmung, das spielt hier auch mit rein. Ganz wichtig spielt auch die Schilddrüse für unsere kognitive Leistung eine wichtige Rolle. Wenn wir zu wenig Schilddrüse haben, dann brauchen wir immer einen Scheibenwischer, weil wir einfach ganz schlecht uns konzentrieren können und immer müde sind. Wenn wir zu viel Schilddrüsenhormone haben, dann sind wir unruhig und nervös und werden als ADS oft auch diagnostiziert. Der ganze Stoffwechsel, der ganze Magen-Darm-Trakt hört sehr aufmerksam auf die Menge unserer Schilddrüsenhormone. Und interessanterweise sind die Schilddrüsenhormone so wichtig, dass sogar im Darm ein Schilddrüsenhormon gebildet wird, nämlich das T3. Also diese Energiezentrale, das ist unser Kraftzentrum für den Körper, ist in dieser schmetterlingartigen Drüse zu suchen. Dann haben ja viele Menschen Schilddrüsenkrankheiten, Unter- oder Überfunktion oder eine Hashimoto-Entzündung. Kann man diese Krankheiten auch biologisch natürlich behandeln oder braucht es hier immer Medikamente? Man kann auch mit naturheilkundlichen Medikamenten oder auch mit Nahrungsmitteln arbeiten. Dazu ermutigen wir sehr. Es gibt eine große Fülle an verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten. Auch pflanzliche Hilfen, natürlich auch das Jod spielt klar eine große Rolle, aber das natürliche Jod. Es gibt tierische Hormonpräparate und es gibt auch also die rezeptpflichtigen Hormone, die man hier einsetzen könnte. Wir haben gelernt, dass es oft weniger braucht, als man so standardmäßig verordnet bekommt. Und noch wichtiger ist, wir haben gelernt, dass nicht nur die Schilddrüse alleine therapiert werden darf, sondern immer in der Zusammenarbeit auch mit Nebennieren, mit den Geschlechtshormonen, mit der Bauchspeicheldrüse. Das ist kein Solo-Player, kein Solospieler, sondern alle Hormonbereiche agieren miteinander, füreinander und zueinander hin, sodass wir, wenn wir eine Not haben im Hormonbereich, wie zum Beispiel in der Schilddrüse, geht das selten spurlos an den anderen Hormonbereichen vorbei oder umgekehrt. Wir haben in einem anderen Hormonbereich
ein Problem, wie zum Beispiel in den Nebennieren. Und dann kann hier die Schilddrüse früher oder später durchaus auch mal in Not geraten. So können wir vielleicht gleich weiterfahren mit der Nebenniere, die ja auch ein wichtiges Drüsenorgan ist. Dort wird vor allem ja DHEA und Cortisol produziert. Kannst du uns hier die Funktionen dieser Nebennierenhormone erklären, bitte? Ja, auch die Corticoide natürlich und Adrenalin. Die Stresshormone sind hier zu Hause. Die sind angewiesen auf gut funktionierende Nebennieren. Das Problem ist bei den Nebennieren, dass ohne dass wir das wollen oder wissen, oft schon in ganz jungen Jahren, wir sagen hier, ramponiert werden, also schwer überfordert werden. Und das beeinträchtigt dann oft ein Leben lang die Nebennierenfunktion, sodass die Menschen stressempfindlich oder wenig Stress aushalten können. Das ist eine der Dinge, die wir in der Erziehung wissen müssen. Wenn ich Kindern zu viel Stress zumute in der Familie oder mit Fremdbetreuung, dann geht das nicht spurlos an den Nebennieren vorbei. Und wenn sie dann ins Jugendalter kommen und da nochmal vielleicht eine Elterntrennung mit durchmachen müssen, dann hat das oft ganz schwere Folgen für die Leistungsfähigkeit der Nebennieren. Eine andere Situation ist in einer sehr starken familiären Anspannung durch Pflege oder durch eine völlige Überforderung von Mutter oder Vater, dann hat das natürlich auch irgendwann mal die Folge, dass die Nebennieren sagen, also nee, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Und dann fallen wir noch nicht gleich um. Dann kommt es darauf an, wie stark sind die Eierstöcke? Wie weit können die kompensieren? Wie gut funktionieren, funktioniert Bauchspeicheldrüse und Schilddrüse? Weil hier ein Kompensieren noch mal eine ganze Weile möglich ist. Aber wenn die dann auch irgendwann mal die Grätsche machen, dann ist einfach auch der Burnout da. Das kennen wir zuhauf von unseren beruflichen Tätigkeiten. Vor allen Dingen auch in der Pflege. Ja, Burnout, ein Thema, das auch mich jeden Tag beschäftigt und hat sehr viel natürlich mit der Nebenniere und ihrer Erschöpfung zu tun. Kennst du da Möglichkeiten, wie man die Nebenniere wieder in Schwung bringt, um diesen Burnout-Patienten beizustehen? Ja. Wenn ich sage, dass die Hormone sehr schnell wirksam sind, muss ich hier eine Einschränkung machen bei den Nebennierenhormonen. Die Nebennieren sind ähnlich wie ein Gummi. Wenn der ständig überdehnt wird, dann wird der so schnell nicht wieder elastisch. Und ich sage immer wieder, wenn die Ursache, die tatsächlichen Faktoren für den Burnout nicht verändert werden, dann gibt es kein Wundermittelchen, das mal schnell husch, husch die Nebennieren wieder auf Vordermann bringt, sondern da haben wir wirklich zuallererst in der therapeutischen Bemühung, Menschen zu ermutigen, ganz systematisch das Pensum durchzugehen von Belastung. Man kann und darf nicht einfach nur schnell ein Medikament verordnen und sagen, damit wird es schon. Das funktioniert so nicht. Ursachen müssen immer zuerst angegangen werden. Man kann parallel sehr wohl dann auch behutsame Hilfen, da wo es nötig ist, gegensteuern. Also da ist der Test natürlich Gold wert, weil da sehen wir, in welchem Hormonbereich geht's noch und welcher liegt völlig am Boden. Da kann man dann ganz gezielt einsetzen und das hilft dann oft den Leuten, nicht in den Burnout ganz und gar reinzurutschen, sondern rechtzeitig die Kurve zu kriegen und versuchen, auch die Nährstoffe spielen eine Riesenrolle, also gar keine Frage, dass man hier von verschiedenen Seiten im Körper unterstützt, um die Kraft zu geben, auch schwere Entscheidungen zu treffen.
Weil in der Erschöpfung haben wir keine Kraft mehr, auch Konsequenzen zu ziehen. Und das ist meine Beobachtung, wenn wir hier mit Nährstoffen und den Hormonhilfen arbeiten, dann hat der Mensch eher mal den Antrieb und die Willigkeit, auch drastische Konsequenzen zu ziehen. Die sind meistens nötig. Gut, du hast jetzt auch einiges schon gesagt über das Zusammenspiel der verschiedenen Drüsen, Eierstöcke, Nebenniere, Schilddrüse und so weiter. Jetzt produziert ja auch der Darm noch Hormone, nicht wenige, aber etwa 20. Wie ist da der Zusammenhang? Oder welche wichtigen Hormone entstehen denn im Darm? Ich nehme mal vor allen Dingen das Serotonin, das eben sehr weitgehend im Darm gebildet wird. Und Serotonin ist wieder der Gegenpol von Melatonin in der Nacht. Das ist ein Bereich, also wer in Richtung Stimmungsnöte kämpft, der sollte unbedingt eine gute Darmfunktion haben. Weil einfach nur Psychopharmaka zu schlucken, ist selten die richtige Lösung, sondern den Darm zu regenerieren. Und viele kommen dann mit großen Erwartungen zum Arzt oder zum Heilpraktiker oder Naturpraktiker und sagen, ja, mir geht es schlecht und ich bin erschöpft und ich bin traurig und depressiv. Haben Sie nicht schnell ein Medikament? Und wenn dann die Fachkräfte anfangen mit der Darmregeneration, dann sind die oft beleidigt und sagen, ich habe doch nichts mit dem Darm. Ich will irgendein Mittel haben, ein Zaubermittel. Und da entsteht dann oft auch Aggression, dass die Leute nicht verstehen, warum der Darm so wichtig ist, gerade auch bei Menschen mit Stimmungsnöten und natürlich auch dann das T3, das Schilddrüsenhormon Triiodthyronin heißt es ausgesprochen, das wird im Darm mehr gebildet als in der Schilddrüse. Und die Leber natürlich dann auch nochmal hat ihre Aufgabe, aber das sind zwei wichtige Hormone und beide haben eben gerade auch im psychischen Bereich eine Schlüsselrolle. Ja. Also du sagst, Serotonin, das Glückshormon, sogenannte, wird mehr im Darm gebildet als im Gehirn. Ich meine, die Menschen denken doch, ja, das ist ein Hormon im Gehirn. Und die, ja, die Psychopharmaka setzen ja auch dort an. Mhm. Also deine, ja, Therapie so bei psychischen Problemen ist eine Darmtherapie. Genau. Und das muss man halt den Patienten so auch erklären, weil sie natürlich sonst nicht verstehen. Und die meinen, sagen, der will nur Geld machen, ja, oder die. Und das ist nicht korrekt. Also der Darm hat, ist es auch so, nicht nur Hormone werden gebildet im Darm, sondern der Darm nimmt ja auch Nährstoffe auf. Und wenn die Nährstoffe oben rein und unten rausgehen, dann hat der Körper zu wenig Substanz für die eigene Hormonbildung. Da ist er angewiesen auf die Nahrung. Und gleichzeitig nimmt er auch keine tierischen Hormone in zum Beispiel Eiern oder Milch oder in Nahrung, die eben auch reine Hormone enthalten, die auch therapeutisch genutzt werden können, wenn man das weiß. Und da ist Nährstoff in Nahrung immer gekoppelt. Und bei den deswegen finde ich so wichtig, dass die Ernährungsberatung oder Nährstoffberatung immer auch einhergehen muss mit der Hormonberatung, weil der Körper soll ja wieder bilden können, was er braucht. Und dazu gehört einfach das, was wir essen, dazu. Vielleicht letzte Frage in diesem Zusammenhang, das Cholesterin. Cholesterin ist ja der Baustein vieler Hormone. Kann es sein, dass ein erhöhtes Cholesterin eigentlich ein Hinweis ist auf Hormonmangel? Definitiv, so ist es. Und der geht zurück, der Cholesterinspiegel, wenn wir die Löcher in unserem Hormonsystem gefunden haben und dem Körper helfen, hier wieder auszugleichen, wieder in eine naturgemäße Grundversorgung zu finden. Also mit einer behutsamen Hormonunterstützung wollen wir genau dahin, was naturgemäß der Körper braucht. Und wenn wir zu wenig haben, hat der Körper noch ganz viele
Notmechanismen, um wenigstens diese Grund- oder Mindestversorgung zu gewährleisten. Und da spielen die Cholesterine eine ganz wichtige Rolle, weil sie sind letztendlich der, ich sage mal, der Grundbaustein für die körpereigene Hormonsynthese. Der Körper kann mit Leberhilfe und Enzymen ein Hormon ins andere umbauen, wenn die Drüsen zu schwach sind. Und daher spielen Cholesterine eine ganz große Rolle. Und wir hoffen immer, dass dann eben auch Medikamente überflüssig werden, wenn wir in diese naturgemäße Regulation hineinfinden, weder zu viel noch zu wenig Hormone vorhanden sind und zur Verfügung stehen. Dann manchmal übrigens auch nochmal ein interessanter Hinweis, der die Ernährung angeht, spezielle Appetite, durchaus auch Appetite, die jetzt zum Beispiel Fetthunger haben oder wer kennt den Schmalzhunger im Winter, wer kennt Schokoladehunger, wer kennt Milchappetit oder Eis jetzt im Sommer, wer kann hier das von sich bestätigen, dass das nicht immer da ist, aber zu ganz bestimmten Zeiten. Und bei uns Frauen sehen wir auch im Zyklus ganz spezifische Appetite oft im Laufe unserer 4 Wochen eines Zykluses. Und das ist ein weiteres Steuermechanismus im Körper, damit wir die Nahrung zu uns nehmen, die diese Hormonbausteinchen liefern, die der Körper selber braucht für eine körpereigene Hormonregulierung. Ist das nicht toll? Die ganze Hormonwelt ist toll. Ja. Wir könnten auch hier wieder stundenlang über diese Hormone sprechen. Es ist so faszinierend. Wir kommen jetzt zum Schluss dieses Blocks, aber ich möchte die Zuschauer gleich jetzt schon darauf hinweisen, dass im nächsten Block geht es um die Schulungen von Elisabeth Buchner. Und wer mehr wissen möchte, kann sich dann diesen nächsten Block anschauen und dort lernen, wo man wirklich sich grundlegend ausbilden kann über Hormone. Wiederum vielen herzlichen Dank, Elisabeth, und bis bald. Gerne.